Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit Peter Bram, Christian J. und nicht Sepp. Stimmt, nee, der ist ja gar nicht dabei. Aber dafür! aber ich bin dabei. Genau, ich moderiere das heute. Und ein Quiz erstellt von Baumwollhose. Oh, danke schön. Und, ja, vielen Dank. Und es geht um 50 Fragen zur Frage 50. Nee, zur Zahl 50. Ach, was sage ich denn die ganze Zeit? Was ist denn jetzt los mit mir? Es wird eine interessante Aufnahme. Ja, es sind 50 Fragen zur Zahl 50, nicht zur Frage 50. Also wir machen nicht alle Fragen 50 aus den vergangenen Episoden, sondern zur Zahl 50. Also es geht heute um die Zahl 50. Das klingt für mich so, als wäre das ganz großer Quatsch. Ja, also es ist interessant. Es könnte ganz gut werden. Und nicht so wie die KI-Runde, die war ja für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen nicht so lustig. Das hier heute ist wieder beantwortbarer. Also, ja, weil das Mario Barth-Humor war bei der bei der Dingens. Hallo, jetzt bei der KI. Machen wir uns auch nicht über dich lustig. Ja, dann da war ein kleiner Spunzler war da mit dabei. Nee, wir machen uns nie über Jay lustig. Nee. Wir legen los mit der ersten Frage zur Zahl 50. Ihr buzzert bitte. Durch wie viele natürlichen Zahlen, Peter? 50. Das ist immer die Antwort. Durch wie viele natürlichen Zahlen lässt sich 50 glatt teilen? Jay. 4. Das ist falsch. Jay. 25, 5. Das ist auch falsch. Hä? Christian? 3. Das ist auch falsch. Brammen? 6. Das ist die korrekte Antwort. Genau. Und zwar durch welche Zahlen? Durch 1, durch 2, durch 5, durch 10, durch 25 und durch 50. Exakt. Ach, durch 50! Oh, ja. Oh, ich hab die 50 vergessen! Mann! Ja, also ihr seht schon, es sind beantwortbare Fragen. Och, Mathe. Wir kommen zur Frage Nummer 2. Wie oft kann man 50 durch 5 teilen? Jay. Einmal. What? Ich kann 50 durch 5, dann habe ich 10. Das ist falsch. Hä? Rammen. Ja, du 10 mal. Ja, korrekt. 50 kann man 10 mal durch 5 teilen. Hä? Das verstehe ich nicht. 50 durch 5 ist gleich 10. Das ist die Rechenaufgabe. Ich verstehe Jays Gedankengang. Aber. Ja, wie oft? 5 mal? Nein, 10 mal. Wie 10 mal? 50 durch 5? Ja, ja, wie viel ist denn 5 machen? Mal 10? Hallo? Ja, das ist... Ach so, oh mein Gott. Ja. Ja, merk schon, also, das ist mir zu hoch hier alles. So, jetzt tippt ihr bitte bei der nächsten Frage ein, also nicht buzzern. Frage Nummer 3. Wie schreibt man denn die Zahl 50 im Binärsystem? Ach, fuck you. Ich werde da jetzt nicht weiter sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sage nichts weiter. Ach nee, Frage Moment, das ist Quatsch. Wie schreibt man 50 verrate ich was. Im Binärsystem? Moment, das ist dann ja. Du musst das auch vorlesen, ne? Ja, ja. Moment. Ich hab sofort vielleicht. So? Und. So? Hoffentlich machst du keinen Fehler, ne? Ja, da achtest du drauf, ne? Ja, ich achte drauf, ja. Okay. Alter, keine Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung. Ach komm, ich versuche zu gewinnen. So. Was hast du jetzt geändert? Sehr viel. Es war sehr wichtig. Christian, magst du noch einloggen oder bist du nicht fertig? Nur damit ich sehe, damit ihr auch alle fertig seid. Dann soll ich Andi quälen, der liest das eh nicht vernünftig vor. Ich kann halt also, nur mit dieser Tafel, wo du die 1 immer einen weiterschiebst. Ja, also ihr habt alle mehr oder weniger auf dieses Einsen- und Nullen-Ding gedacht. Peter sagt, fick dich, aber mit Einsen statt den Is. Was? Ach so, oh mein Gott.
Falsche Ramon Antwort. Sagt 0000100000. Christian sagt 0111111. Und Jay sagt, wahrscheinlich ist es kein großes I, sondern eine 1, also 5 mal die 1 oder 5 mal das große I. Ja. Ihr seid leider alle falsch. Die richtige Antwort ist 110010. Ja, natürlich. Aha, okay. Soll ich das auch erklären? Weil ich bin ja studierter Informatik. Nee. Okay. Wir haben das ja auch mal gelernt. Also du fängst ja immer mit 0 und 1 an und dann schiebst du sozusagen immer einen weiter. Da gibt es halt echt gut visualisiert dieses, wirklich dieses. Ich weiß nicht, ob man das mit den Händen machen kann irgendwie, aber ich weiß da nicht wie. Wie er geburnt wurde! Nö, dann erfahren unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das ja auch nicht. Also, die können halt ja googeln. Genau. Und ihr werdet dumm sterben. Frage Nummer 4. Damit habe ich mich abgefunden. Frage Nummer 4. Das Schlimme ist, Andi, wir haben das ja auch studiert. Peter hat ja sogar eine mündliche Prüfung gemacht. Ich habe eine 1 dafür bekommen in Informatik. Das war meine Bachelorprüfung. Siehst du? Das Wort 50 ist die wievielte Zahl, deren Zahlwort nicht zusammengesetzt ist? Bitte was? Ach so. Ja. Jay. Nicht zusammengesetzt ist. Okay, ja. 13. Es ist falsch. 14. Jay. Falsch. Hä? Bramen. 16. Falsch. 15, weil es die 0 noch ist. Gibt. Falsch. Oh ja. Hä? Dann 17, wenn es die 0 noch ja, gibt. Ja, 17. Die 17. Zahl. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40 und dann die 50 ist das 17. Zahlwort. Nicht zusammengesetzt. Oh, ist das schlecht. Ah ja. 21 zum Beispiel wäre ein zusammengesetztes Zahlwort. Ich weine. Ich bin zu spät gedrückt. Frage 5. Von 50 zur Zahl 50. Welcher Buchstabe steht für die römische Christian? L. Das ist korrekt. Nice. Richtig. Nice. Sehr gut. Ja. Super Bowl Lee. Dabei. Ja. Super Bowl Lee. Ja, weil ich war halt bei 52. Das Super Bowl Lee, das ist der Schweizer. Aber das hört sich jetzt gerade so an, als wenn du bei 51 gewesen wärst. Nee, das sind ja zwei I's. Super ja, dann Lee! Und Lee! Der fliegt dabei! Ist dann die 53. Sehr schön. Wie sagt man denn hier? Liv. Ja, okay. Frage Nummer 6. Apropos römisch. Im Jahr 50 vor Christus war ganz Gallien von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf leistete Widerstand. Weißt du, wie hieß wo das? Lag das Dorf? Wo Ramen? In der Normandie? Nein. Wo? Peter? In Gallien? Das ist smart. Nein. Wo lag das Dorf? In Galaxia? In Amorica? Ramen? Galaxia. Falsch. Das ist Amorica. Richtig! Wusstest du, ne? Ja, ich meine, ich habe das schon mal gehört. Okay, von als du es vorgelesen hast. Armori vor dem Meer. Aha. Ja. Hätte man wissen können. Aber bei so Auswahlsachen wollten wir das ja eigentlich schreiben. Ja, aber hier war es jetzt nicht mit A, B, C, D. Okay. Ah, okay. Also vom Fragenersteller. Ja, du konntest jetzt nicht einfach sagen, nachdem die ersten zwei durch waren, so C. Geht ja, also nicht. Dann machen wir es und falls es jetzt nochmal vorkommt, mache ich A, B, C, D und lass euch das ja, dann du war schon okay so. Du konntest ja, wie gesagt, du konntest ja nicht raten, was das nächste ist, indem du einfach C oder D sagst. Ich habe euch ja auch erstmal raten lassen und dann die Option vorgelesen. Aber beim nächsten Mal machen wir es dann mit A, B, C oder D. Frage Nummer 7. Zurück zur Mathematik. Ihr schreibt jetzt bitte, weil jetzt kommt genau in dieser Fall A, B, C oder D. 50 ist durch ihre eigene Quersumme teilbar. Wie nennt man denn solche Zahlen, die durch ihre eigene Quersumme teilbar sind? Sind es A, die Daya-Zahlen, also D-A-H-J-A-Zahlen? Oder B, die Kama-Zahlen, K-A-M-A, Kama-Zahlen? Oder C, die Shakga-Zahlen, S-H-A-K-G-A? Oder D, die Harshad-Zahlen, H-A-R-S-H-A-D, Harshad. Das ist echt cool. Ich dachte gerade, ich wüsste, wenn du das vorliest,
Ich dachte auch, wenn das vorliest, dachte ich, denke ich mir, nope, noch nie gehört. Das ist halt echt so. Ich bin froh, dass es wenigstens ABCD gibt, weil ich hatte auf die Frage schon aufgegeben. C war Shakga, S-H-A-K-G-A. Alles klar, alle haben eingeloggt. Und wir haben niemand, der A sagt, wir haben niemanden, der B sagt. Wir haben dreimal Antwort C von allen außer Peter für die Shakga-Zahlen und einmal D von Peter eben. Ja. Die das heißt, das heißt überhaupt nichts. Ich hab das genommen, weil Shakga, du schaffst das. Ja, genau. Das ist richtig gut. Also Shakga, du schaffst das. Es ist, ein Begriff aus in Sanskrit. Und die richtige Lösung bedeutet Freude, wenn man es übersetzt. Und es ist D, die Harscher-Zahlen. Und damit Peter als Mathematik-Profi. Der Einzige, der hier die 4 Punkte bekommt. Peter wusste. Lacker, ey. Wo ist da jetzt, wo ist da jetzt die Freude? Ja, Haschert, die ist in mir. Achso. Ja. Hasch. So, Hasch, ihr Hasch. Bei der nächsten Frage buzzert ihr wieder. Ja. Im Zweifel müsst ihr schnell sein. Wie oft kann man denn 50 durch 10 teilen? Ja, fünfmal. Oh. Ja, nee, das geht nur einmal, weil danach hast du ja fünf. Und wie oft kann man 50 durch 2 teilen? Ja. Jay? 25. Ja, korrekt. Da habe ich die Mathematikaufgabe auch kapiert. So, das haben wir jetzt auch geklärt. Sehr schön. Wir kommen zur Frage Nummer 10. Das ist eine Schätzfrage, also tippt bitte ein. Wie viele Stellen vor dem Komma hat die 50. Potenz von 50. Wie viele Stellen vor dem Komma hat die 50. Potenz von 50? Oh. Boah, die waren heftig. Boah. Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal stellen? Ich musste gerade ziemlich hart niesen. Ach so. Ja, dann erstmal alles Gute, ne? Oder wie sagt man dann? Nee, du musst dich eigentlich entschuldigen. Gesundheit. Gesundheit, ja. Schätzfrage, wie viele Stellen vor dem Komma hat die 50. Potenz von 50? Ich sag ab jetzt immer alles Gute, wenn jemand liest. Warum denn das? Ja, weil Andi das jetzt so in den Raum geworfen. War mein Vorschlag. So, alle haben eingeloggt. Peter sagt 50 Stellen. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber dachte ich mir, nee. Bram sagt 75, Christian sagt 142 und Jay sagt 2500. Oh. Die richtige Antwort. Muss ich doch so krank potenzieren, oder nicht? Ja, es sind 85 Stellen so vor wenig? Dem Komma und damit ist Brammen am nächsten dran und kriegt die 4 Punkte. Nice, man. Gut, ja. 85 Stellen ist schon nicht wenig, ne? Also ich dachte, dass, wenn das halt immer mal 50 genommen wird. Es ist, ja, Mathematik unterschätzt man oder überschätzt man, je nachdem. Aber man liegt man nie meistens, richtig. Ja, genau, man liegt nie richtig. Das ist leider so. Frage Nummer 11. Peter und Dennis kennen sich zwar mit Kleingeld nicht aus, aber, Bramen. Welche Farbe hat der 50-Euro-Schein? Und deswegen sage ich beige. Beige? Ja, so beige. Ist das nicht beige? Aber Kleingeld, 50 Euro? Ja, doch, das ergibt schon. Ja, also ich bin auf den 50-Euro-Schein gegangen. Oder die 50-Cent-Münze kann natürlich sein. Egal, ich bin jetzt auf den 50-Euro-Schein gegangen und sagte, das ist so ein beigeiges Beige. Ich hab den hier in der. Ich kann dir den zeigen. Ich würde es orange nennen. Ich hab den hier. Du würdest den orange nennen? Ja, aber ein ausgewaschenes Orange. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, wenn Andi der jetzt richtig macht, ist das okay. Ja, ich würde es auch gelten lassen. Das ist korrekt, ja. Was? Die Farbe ist also ein beiges, orange-beige. Ja, ja. So in diese Richtung. Also du wusstest es. Du hast vor allem auch die Frage vorhergesagt. Das war ja auch schon. Die andere wäre 50 Cent Münze. Peter und Dennis kennen sich mit Kleingeld nicht aus? Nee, bei Kleingeld bin ich einfach nur auf 50 Cent oder 50 Euro Schein geswitcht im Kopf. Ja, hätte auch der Durchmesser der 50-Cent-Münze sein können zum Beispiel. Aber Bram, Frage richtig vorhergesagt, damit 4 Punkte. Und Bram führt aktuell mit 33 Punkten. Pete und Jay Watts 14, Christian 15, ein Punkt vor den beiden. Und wir kommen zur Frage Nummer 12. Welcher Architekturstil ist auf der 50-Euro-Banknote, Jay? Der gotische. Hätte ich auch gesagt. Falsch. Welcher ist denn da auf dieser
Ramen? Moderne. Nein. Es ist klar die Renaissance. Ja, es ist die Renaissance. Also, das ist doch so einfach, so eine Frage. Mann, Mann, Mann. Deswegen war es am Anfang erstmal falsch. Hast du kurz. Ja, ich vertue mich, ihr habt mich verklickt. Ja, okay. Frage Nummer 13. Ihr schätzt jetzt bitte wieder, und zwar in Gramm. Wie schwer ist denn eine 50-Cent-Münze, also des Euros, in Gramm? Und zwar mit einer Nachkommastelle, bitte. Wie schwer ist eine 50-Cent-Münze, 50-Euro-Cent-Münze? Ist schon schwer, ne? Ist schon eine schwere Münze. Aber wie schwer? Die zweitschwerste nach dem 2-Euro-Stück? Würde ich sagen, fast. Oder ist das Euro-Stück zwar kleiner, aber schwerer? Ich kann das natürlich überhaupt nicht einschätzen. Wobei, das macht keinen Sinn, Alter. Das ist ein Schokoriegel, den ich gerade eingetippt habe. Scheiße, ich weiß nicht, wie schwer ein Schokoriegel ist. Ja, aber schön so eine 100 Gramm Tafel Schokolade für... Ja, ich dachte mir auch, nachdem ich eingetippt habe, dachte ich mir so, Moment, eine Tafel Schokolade ist 100 Gramm schwer, Alter. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann wahrscheinlich eher... Jetzt bin ich total... So. Dann sage ich so. Ja. Genau, und Dennis kennt sich halt nicht mit Münzgeld aus. Nee, kleine Leute nur. Alle haben eingeloggt. Zahlt ihr eigentlich noch mit Münzen? Macht ihr das noch oder seid ihr mittlerweile? Also ich zahle mit Münzen das Trinkgeld von Fahrern und Fahrerinnen, die mir zum Beispiel Pizza liefern. Immerhin 2 Cent. Aber wo kriegst du dein Münzgeld her? Holst dann extra so Rollen? Der Rest ist für dich. Von meiner Frau, die versorgt mich jederzeit mit Münzgeld, weil die halt ja auch mal rausgeht. Okay, alle haben ihre Antworten eingegeben und wir fangen mal mit der geringsten Schätzung an. Die kommt von Brammen. Brammen sagt, die 50-Cent-Münze wiegt 2,5 Gramm. Dann haben wir einen kleinen Sprung zu Christian mit 6,4 Gramm. Leute, das hatte ich auch zu stehen zwischenzeitlich. Ja, hattest du. Dann kommen wir zu Jay mit 7,5 Gramm. In der Mitte. Und die höchste Schätzung hat Peter abgegeben, aber gar nicht so weit weg, 8,4 Gramm. Ach, scheiße! Die richtige Antwort, sie wiegt 7,8 Gramm, damit ist Jay am nächsten dran. Richtig geil. Scheiße. Ja, auch nicht so scheiße. Gut geschätzt. Na gut. Ich habe hier eine Waage vor mir stehen. Habe ich gerade gewogen. Auf eine Nachkommastelle genau. Wie die? Wozu brauchst du die Waage? Für meinen Koks. Ah ja. War jetzt antiklimatisch, war ein bisschen langweilig jetzt. Naja, Frage 14. Apropos 50 Cent. Koks. Welchen bürgerlichen Namen trägt der Rapper, der ihn entdeckte? Jay. 50. What? Der bürgerliche Name. Ich habe einfach draufgeklickt, Mann. Ich bin dumm. Welchen bürgerlichen trägt der Rapper? Der Typ heißt. Wie heißt 50 fucking Cent, Alter? Nein, nicht 50 Cent. Hä? Doch. Doch, wie heißt 50 Cent mit Namen, mit richtigen? Eben, was hat er in seinem Pass stehen? Da steht Moment. Also, Peter. Ich habe die Frage so verstanden, dass es darum geht, wie heißt der Typ, der ihn entdeckte? Und war das nicht Eminem? Und das heißt mit bürgerlichem Namen, okay. Wie heißt Eminem? Heißt der nicht Marshall Mathers oder so ähnlich? Absolut korrekt, Peter. Richtige Antwort. Ja, du hast die Frage richtig verstanden. Welchen bürgerlichen Namen trägt der Rapper, der ihn entdeckte? Und die Antwort ist Marshall Bruce Mathers, der Dritte. Ja, also Eminem oder ist Jason. Gut, ihr wählt aber Bruce und der Dritte. Mann, ja, die sind immer wieder, genau. Das hätte ich Jam Master beides Jay war übrigens der andere, ne? Ja, Jay, du hast auch gedacht, wie 50 Cent heißt, andere? Nicht, wie der heißt, 50. Der den entdeckt. Ich wusste, wie Eminem heißt, aber dass der den entdeckt hat. Nochmal, wie hieß der andere? Was hast du gerade gesagt? Jam Master Jay. Also, das von zwei Leuten entdeckt. Genau, worden. Also hier, das sind zwei mögliche Jam Master Jay. Nice Jay. Aber Eminem reicht. Ja, so nennt man mich auch. Jam Master Jay finde ich eigentlich ganz geil. Sehr gut. Frage 15 folgt. Am 24. Mai 2000 wurde 50 Cent bei einer Schießerei angeschossen. Wie viele? 9. Peter. Absolut korrekt. Alter, Peter, was bist du denn da drin? Was für ein Müll-Knowledge der hat, der Junge. Der wurde 9-mal angeschossen. Wusstest du das? Ja, natürlich. Nein. Ja, also, sag ich, dass du einfach geraten hast. Und dann hast ja, 9, natürlich. Als ob man einfach 9 errät. Ich wollte 50 sagen. 50 Schüsse, ja. Schon überlebt er. Das 50 Cent ist so krass, Alter.
Ja, also Peter ist ein 50 Cent Chronist. Könnt ihr ihn fragen, falls ihr eine Frage habt? Kann 50 Cent selber mal fragen. Hörst du immer alles von 50 an, oder was? Ich weiß nicht. Aber das ist so aus meiner Jugend, war der wichtig. Und das war immer so eine Story. Der wurde 9-mal angeschossen, Junge. Hat dann immer eine schusssichere Weste getragen. Alter, ich weiß nur Candies. Das war schon legendär, als er beim Super Bowl da einfach aus der Decke geguckt hat. Das war schon witzig. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen. Da gab es eine Menge Memes zu. Frage Nummer 16. Welcher Künstler war der Erste, dessen Brammen 50 Cent der den Namen 50 übernommen hat? Welcher Künstler war der Erste, dessen Songs 50 Milliarden Streams bei Christian. Milliarden Streams bei Spotify? Keine Ahnung. Michael Jackson. Nein. Jay. Du hast ja welcher Künstler gefragt, ne? Damit genderst du nicht, sondern es geht um einen Mann, ja? Nicht eine Frau. Richtig? Nur damit ich frage jetzt, nicht, dass ich wieder hier mich ärgern muss. Ed Sheeran. Das hätte ich auch gesagt. Das ist falsch. Oh. Brammen. Eminem. Falsch. Brammen. Jam Master Jay. Falsch. The Weeknd. Nein. Peter. Harry Styles. Nein. Oh, auch nicht schlecht. Ist er nicht Wrestler? Nein. Ja. Der heißt aber Harry. Also, Harry, ich kann euch sagen, der Künstler ist männlich. Das habt ihr jetzt schon rausgefunden. Der Künstler, ey. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich hätte irgendwie so die Beatles oder so als nächstes rausgehauen. Es ist ein Solo-Künstler. Mm. Es ist ein Rapper. Oh, shit. Was hatten wir denn schon genannt? Oh. Macklemore. Nein. Scheiße, ich bin da. Warte, ich bin raus. Brammen. Jay-Z. Nein. Jay. Dr. Dre. Nein. Snoop Dogg. Mir fallen die erst ein, wenn ihr die sagt. Das ist voll gut. Fünf. Also kann man drauf kommen. Ich hab jetzt alle Bekannten genannt. Drei. Ne, Eminem Christian? Schon? Eminem wir, schon. Nee, ja, den hatten wir schon. Scheiße, wie heißt der nochmal? Hallo? Ich will die Bibi sagen, aber. Vier, drei. Ach, keine Ahnung, ja, dann nicht. Eins. Dann überlege ich. Und ich gebe wieder frei. Jetzt ist mir der Name wieder ausgefallen. Entfallen. Also, fünf, vier. Das heißt in Ordnung. Drei, zwei, eins. Und ich schließe die Frage: Es ist Drake. Ja, der Drache. Ja. Warum haben wir so viel Rapper? Das hat Peter sowas nicht, weil die immer 50 heißen. Alle. Eminem 50. Okay, Frage Nummer 17. Vor Streamingdiensten wurden noch Platten und CDs verkauft. Welches Album ist das einzige, das offiziell weit über 50 Millionen Verkäufe überschritten hat? Oh, das hatten wir letztens in irgendeiner Quizshow. Ist das Thriller von Michael Jackson? Es ist eine Frage? Thriller von Michael Jackson. Korrekt. Ich meine, das hatten wir nämlich in dieser Sortieren-Geschichte. Wer bietet, nicht wer bietet mehr. Doch, das war dieses irgendwie so Ordnungshüter. Sortieren, Ordnungshüter. Ja, Ordnungshüter. Ja. Und da stand Michael Jackson ganz oben. Genau, 82 veröffentlicht das Album. Ja, und weit über 50 Millionen Verkäufe weltweit. Frage Nummer 18. Seit 1956 erwärmt der ESC die Herzen Europas. Welches Land war der 50. Gewinner? Christian. Deutschland. Nein. Christian. 2006, Norwegen. Ne? Ist nicht schlecht. Nein. Kein schlechter Guess. Schweden. Nein. Ich glaube. Aserbaidschan. Mann! Nein. So, Jay. Jetzt darf ich mal. Ich glaube, das ist Türkei. Nein. Oh, das ist sie nicht. Rumänien. Das war so nah dran, aber. Nein. Es war Christian. Spanien. Nein. Christian. Portugal. Nein. Es war Christian. Niederlande. Nein. Es war Belgien. Nein. Es war Österreich. Ich weiß überhaupt nicht mehr, welche scheiß Länder er hatte. Tschechische Republik. Nein. Es war. Peter. Frankreich. Nein. Das wär's ja richtig. Im Jahr 2002. Hä? Hast du nicht gesagt 56? Ja, dann ist das mal ein paar Jahre ausgefallen. Christian. Das ist doch klar, war Russland. Nee, da muss doch mehrfach im Jahr eingegeben haben. Nein.
Von ja, Alter, keine Ahnung, von 2002. Von 56 plus 50 wäre doch 2006. Okay, ja, dann hast du lustige Länder wie Albanien. Da da 2002 war. Ja, dann müssen mehr als eins pro Jahr gewesen sein. So. Sherlock, Investigativ-Detektive, Bram und Trainer wieder. Dann hieß zwar nur dabei, wer gewonnen hat, aber... Oh, den haben wir doch vergessen, Italia. Ja. Nein. Christian? Ungarn. Hast du Deutschland schon gesagt? Fünf. Ja, das war die erste Antwort. Vier, ja. Drei, so langsam. Zwei, Christian. Schweiz. Nein. Eins und Jay? Irland. Nein. Oh, da waren wir noch nicht. Israel. Nein. Ich schließe die Frage, jetzt nicht mehr buzzern. Die richtige Antwort im TH 2002 hat Marie N. gewonnen mit dem Song I Warner aus dem Land Lettland. Ja, schade. Ja, da oben wäre ich. Boah, ja, schade, also, dass man das nicht weiß, ne? Also. Ich habe es versucht. Also Norwegen und Türkei war schon nicht schlecht. Die beiden Guesses, weil die nah dran waren. Ja, immerhin. Aber die sind nicht mal ansatzweise nah dran an ja, da gab es irgendwann diese Olsen Brothers oder so heißen die. Ja, die haben. Ja, die kenne ich auch. Nee, das sind die Twins. Nee, stimmt, nee. Die heißen irgendwie aber so ähnlich. Ich wollte gerade sagen, das sind die Olsen Twins. Nee, es gibt doch die Olsen Brothers, meine ich. Ja. Guck das jetzt nach, können wir mal im Arsch stecken. Olsen Brothers. Die kommen eh nicht mehr, als ob die Olsen Brothers nochmal kommen. Ich muss irgendwie nachgucken. Wie hieß der? Die Olsen Jeremy Brothers, Harry hier, die haben 2000 gewonnen. Darf ich mal Harry Styles gucken? Ja, 2000. Bitte nicht weiter gucken. Ja, ich habe euch jetzt gesagt, dass die Olsen Brothers 2000 den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Das werdet ihr bestimmt nochmal nutzen müssen. Ja? Weil gleich kommt. Wir kommen wenn du 50 Frage. Minus 2 rechnest, dann hast du die 48. Teilnahme und dann ist dann die Olsen Brothers die Antwort. Wir kommen nämlich zur Frage Nummer 19. 2002 ist nicht 50 Jahre nach 1956. Welches Land gewann denn die 50. Ausgabe des EJ? Türkei! Nein. Mann! Drammen. Hatten wir nicht gerade, wer war der 50. Gewinner? Und wenn der muss ja dann derselbe sein wie bei der 50. Ausgabe, nee, oder? Nee, weil also, vorher gab es ja mehrere Gewinner in einer Ausgabe vielleicht. Das ist ja genau die Frage, oder? Ah, ich sag trotzdem nochmal Lettland. Nein. Du willst ein Land haben? Norwegen. Ja. Nein. Wir machen das jetzt mal kurzer. 5, 4, 3. Was soll das? Deutschland. Peter. Nein. Nee, also es geht um 2006, oder? Was hast du gesagt, Bram? Ich hab Israel gesagt. Nein. 50. Ausgabe, kannst du die Frage nochmal 2002 ist nicht 50 Jahre nach 1956. Welches Land gewann die 50. Ausgabe des ESC? Ja, 2006. 2005. So. Hä? Ja. Okay. Okay. Wo war der ESC 2006? In welchem Land? Ja, keine Ahnung, ey. Ja. Soll ich nochmal anfangen? Nein! Du hast ja noch was zu tun. Vier. Vielleicht nochmal Lettland. Hier Estland oder Litauen. Zwei. Oh, Estland! Jay. Falsch. Brammen. Litauen. Nein. Drei. Die haben sich jetzt so hin und her geschoben. Wobei, das machen die ja immer. Jay. Großbritannien. Nein. Frankreich. Jay. Nein. Spanien. Nein. Portugal. Nein. Zwei. Island. Jay. Nein. Eins. Und ich. Schweden! Schweden! Das ist der coole Typ, der Popsänger da. Der Pop? Nein. Ich schließe die Frage. Mann. Es war der Song My Number One von Helena Paparizou und. Oh, Zypern! No! Griechenland! Ach, werde. No! Zypern hat, meine ich, auch mal gewonnen! Scheiße! Nein! Zypern! Aber sehr gut, Griechenland ist mir meiner Aufzählung eben auch nicht eingefallen. Also. Also, sollte uns schämen. Hat übrigens stattgefunden, der ESC in Kiew. So wie er ja eigentlich in diesem Jahr auch stattfinden soll, beziehungsweise jetzt ja nicht kann, sondern in Großbritannien stattfindet. Achso, das heißt, vorher hat dann die Ukraine gewonnen. Genau, ja, muss ja immer. Genau, und letztes Jahr ja. War so ein Mitleidsbund, Alter. Zypern. Wir kommen zur Frage Nummer 20. 50 Jahre, 50 Hits.
heißt eine Compilation der von den Jay. Flippers. Nein, Christian. Die Amigos. Nein. Nein, der das Kölner hat mich Band nicht vorbereitet. Döner. Oh. Was? Döner? 50 Jahre. Ich hab wirklich Döner. Höhner, die Höhner. Achso. Die Höhner. 50 Jahre, 50 Hits heißt eine Compilation der Kölner Band, die Höhner. Was war ihr größter Hit? Alter, keine Ahnung, ey. Kölner Alarv. Nein. Das ist, oh, das ist Viva Colonia. Oh ja. Ist das nicht Kölner Alarv? Nee, ja, das war ein anderes. Nee. Nein. Was? Okay, dann super geile Zick. Nicht? Ja, keine Ahnung, Jay, du könntest mir jetzt alles okay, sagen. Okay, pass auf, Hände zum Himmel. Oh mein Gott. Nein. Hä? Warte mal, aber ging da nicht zu Köln? Und die Hände zum Himmel ist doch nicht von den Höhnern, oder? Ach nee, also, ja, aber Viva Colonia 2007. Und er erschien auch auf dem gleichnamigen Album. Mhm. Anlässlich zu einem bestimmten Event, was in Deutschland stattgefunden hat. Ach so, ich dachte zu deren 50-jährigen. Rain im Jahr Blood. 2007. Nein, das hat quasi. Was hatten wir denn 2007 in Deutschland? Ein Jahr nach der WM in Deutschland. Ja, aber da war noch eine WM. Oh, war da die Sauf-WM. Moment, wir wollten wissen, wie der Song heißt. Ne? Ja. Nicht welche WM da war. Ja, mit dieser, aber mit dieser Handball-WM verbindet man diesen Song. Echt nicht. Ja, ich weiß noch, dass, war das das, wo Deutschland gewonnen hat, hier mit dem Elmar Brandt, oder wie der hieß? Hier um nee, nicht Elmar Brandt, der mit dem Schnauzer. Genau, ja, der war so. Da Heiner Trainer. Brandt. Heiner. Ist nur die Frage, wie das Lied hieß. Oder heißt. I don't know. Das war bestimmt die Torhymne dann, oder? Vier, Hände zum Himmel, drei, krass, kennt ihr gut, alle? Oder? Drei, zwei, eins, und ich schließe die Frage, der Song heißt. Mal berühr. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ah, das ist die Handballhymne gewesen. Das hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn ich jetzt. Wann dann? Wenn ich hier. Sag mir wo. Und wann. Fuck, Alter. Ja, okay, damals zumindest. Ja. War krass. Ich dachte, war Megazeit, 2007 damals. Das ist von der Höhle, ne? Auch krass. Frage Nummer 21. Das kann auch wieder, das müsst ihr wissen. Apropos Handball. Welcher Verein gewann die 50. deutsche Handballmeisterschaft des DHB. THW Kiel. Ist absolut korrekt. Oh mein Gott, das gibt es ja wohl nicht. Ey, das weiß man doch. Wieso weiß man das? Ich hätte jetzt Deutschland sagen wollen. Ich könnte hier keine drei Handballvereine aufzählen. Also, ich hätte noch Lemgo gesagt. Ein Berliner Füchse hätte ich gesagt. Und Magdeburg. Magdeburg, Lemgo und THW Kiel. Ist übrigens ein Rekordmeister. THW Kiel im Jahr 1999 war diese 50. deutsche Handballmeisterschaft. Frage Nummer 22. Wo wir gerade bei Bällen und Händen sind. In welchem Jahr fand der Super Bowl 50 statt? Jay. 2015. Ist falsch. Rammen. 2014. Falsch. Christian. Aber 2016. Nee. Ja. Doch. Nein, das heißt, ich hab falsch gehört. Ich hab überlegt, müssen. Christian sagt ja die 51, dann wäre 2016 da gewesen. Scheiße. Oh, ich hab nur in die andere Richtung gehen müssen. Reu dich ab, Snacken ist mein Job. Hab ich selber eine falsche Erinnerung? Also, weil. Du warst doch bei Lee. Ich guck gerade mal bei meinem Instagram. Du warst bei Lee. Ich hab ja irgendwann mal. Ja, genau. Ich will gerade mal wissen, bei welchem ich war. 2018 dann. Du warst in Houston. Ja, aber du hast ja, das ist ja so saisonübergreifend und jahresübergreifend. Du hast ja im Februar von der Saison vorher, weißt du? Mhm. Wo war ich denn da? Ach so, scheiße. Also Super Bowl 50 am 7. Februar 2016 im Levi's Stadium in Kalifornien. Mhm. Okay, Frage Nummer 23. Wer trat denn bei der Halbzeitshow des Super Bowl? Boah, das ist doch ganz klar Katy Perry. Das ist die nämlich mit den Haien. War das dann? Nein. Ja? Ich möchte auch bitte alle Fall haben, oder was? Alle Namen. Ach, come haben. On, ey. Brammen. Dann sage ich, das war Jennifer Lopez und Shakira. Das war später, glaube ich. Okay. Justin Timberlake und Janet Jackson. Nein.
Ja, das war früher Nippelgate. Ja, keine Ahnung. Vor allem Katy Perry hat bestimmt auch noch mit irgendeinem Gummelkünstler da noch aufgetreten. Genau, da sind nämlich immer noch Gummelkünstler bei der Halbzeitshow. Ja klar, Alter, aber Ruth Pfeiffer auch schon da. Dann sage ich Shakira, Jennifer Lopez und Beyoncé. Da waren drei in dem Jahr. Nee, das ist nicht so lange. Das ist falsch, aber Beyoncé ist richtig. Okay. Aha. Brammen. Jay-Z und Beyoncé. Nein. Beyoncé und Katy Perry. Nein. Die Halbzeitshow des Super Bowl 50. Ja, keine Beyoncé Ahnung, war dabei. Dann nenne ich euch, es sind nämlich drei Acts sozusagen. Ich nenne euch jetzt noch einen, dann müsst ihr mir nur noch den einen nennen. Okay. Beyoncé und Bruno Mars. Bruno? Wer passt zu denen? Bruno Mars? Was? Bram. Fivehead. 50 Cent. Nee. Nein. Schade. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, Alter. Ich weiß es überhaupt nicht. 9 Kugeln. Versuchen wir noch rauszufinden, bei welchem Super Bowl ich war. 51. Und ich schließe die Frage. Es waren Beyoncé, Bruno Mars und Coldplay. Ja, hast du Coldplay? Hast du die drei gesehen in der Halbzeitshow? Nee, war nicht die 50. Bei mir war das Lady Gaga, die von der Decke gehievt wurde. Ach, dann dieser Deckentrick, den haben die häufiger, oder was? Wieso häufiger? Ja, hat der nicht vorhin was von 50 Cent und Decke erzählt? Ja, nee, ja, das war was anderes, Peter. Da war in so einem Zwischen. Die haben so ein Haus aufgebaut. Der hat einfach plötzlich aus dem Boden des ersten Stocks in den Erdgeschoss kopfüber runtergeguckt. Genau, der hing da ja. wie in dem Video, Peter, von. Ja. Was war der erste große Hit? Ich kenne die Shop, sondern. In der Club. Ja. Da hängt der da auch an so einer Stange so runter. Und ist sowas nicht weiß, na, aber sechs Schüsse. Neun. Neun, dann halt. Sechs Schüsse. So ein Scheiß merkt er sich, ich hab kein Instagram-Bild gemacht, als ich beim Super Bowl war. Das ist schon echt traurig. Ja, aber das ist auch so ein alltägliches Erlebnis für dich, weißt du, deswegen. Brammen führt aktuell mit 85 Punkten, knapp gefolgt von Peter 81, dann kommt Jay mit 65 und Christian 62. Ja. Wir kommen zur Frage Nummer 24 und die lautet, welches Team gewann denn den Super Bowl 50? Christian. Oh oh. Nicht mehr erst drücken und dann überlegen. Patriots. Jetzt sag du mir mal ein anderes Team. Okay. Was hast du gesagt? Ich sag die Patriots, das ist aber falsch. Ja, ist falsch. Jay. Green Bay Much Packers. Nein. Brammen. War an die Tigers. Gibt es was ist denn das? Warte mal, waren die Eagles. Nein. Christian. Broncos? Die Denver Broncos. Ja. Stimmt, mit Peyton Manning. Stark. Gespielt haben sie gegen die Carolina Panthers. Die haben verloren. Die Broncos haben gewonnen. Stark. So. Frage Nummer 25. Kommen wir zu richtigem Fußball. Welcher Verein gewann die 50. Jay? Bayern München. Nein. Borussia Jay. Dortmund. Ja, das ist korrekt. Die 50. deutsche Fußballmeisterschaft war Borussia Dortmund. Aber ich kann deinen Guess nachvollziehen. Ja. Yeah. Frage Nummer 26. Das ist eine Schätzfrage, ihr tippt bitte ein. Okay. Für Borussia Dortmund spielte auch Erling Haaland. Nach wie vielen Spielen? Nach wie vielen Spielen hatte er Wichser. 50 Bundesliga-Tore erzielt? Nach wie vielen Spielen für Borussia Dortmund hatte Erling Haaland 50 Bundesliga-Tore erzielt? Bram, meinst du, wir haben eine Chance jetzt hier? Ja, haben wir. Es ist eine Schätzfrage, also. Wie viele Tore schießt man so pro Spiel? Im Moment. So, alle haben eingeloggt. Ja, okay, doch, ich habe schon eingeloggt. Aber ich habe mir gerade gedacht, das ist bis ein Tor pro Spiel ist schon ganz schön viel, oder? Also, wir fangen an mit der geringsten Schätzung, die kommt von Peter. Er sagt, 21 Spieler hat er dafür gebraucht. Er ist ein wirklich guter. Er ist wirklich einer der besten. Das ist der beste Stürmer der Welt.
Christian ist nur ganz knapp dahinter mit 23. War das nicht immer mit über zwei Tore pro Spiel? Oder war der bei 1,7? Vielleicht habe ich mich da, vielleicht habe ich ihn auch unterschätzt. Jay sagt, 37 Spiele hat er gebraucht und Brammen ist ein bisschen, sagen wir mal, pessimistischer und er sagt, er hat für 50 Tore 50 Spiele gebraucht. Das heißt 50 Fragen zur Zahl 50. Wie cool wäre bitte, wenn Erling Haaland 50 Bundesliga-Tore in 50 Spielen gemacht hätte? So viele Bundesliga-Spiele hat er gar nicht gemacht für Dortmund. Okay, tut mir leid, wusste ich ja nicht. Ja. Und hier merkt man wieder. Ach doch, der war zwei Saisons da, zweieinhalb. Es geht ja um Borussia Dortmund und hier sitzen ja auch Fans von Borussia Dortmund. Peter kriegt den Punkt. Und hier hat sich wieder rauskristallisiert, wer wahrer Fan ist. Korrekt sind 53 Spieler, damit kriegt Bram so den Punkt. Ja. Ha, stark, Bram. Seit wann bist du Fan nochmal? Du hast auch einen Schal, oder? Ja, schon lange. Ja, ich habe hab so einen Schrein. Du hast auch schon immer in Dortmund-Bettwäsche geschlafen. Ja. Aber wie hieß der denn dann? Wir haben die Champions League-Tore, darfst du nicht mitzählen, ne? Ja, also insgesamt hat er übrigens in 67 Spielen dann final 62 Tore erzielt. Also. Nicht mehr ein Tor pro Spiel. Ah, Erling Haaland ist Liebe. Alter, das ist doch voll. Weißt du, so im Umkehrschluss, überleg mal, Jay, der hätte ansonsten, also sagen wir mal so, da was ich geschätzt habe, ja, wenn du ein bisschen runterrechnest, dann hätte der ja die Torjägerkrone mit. Keine Ahnung, 60 Toren oder so gewonnen. Das ist richtig. Das ist irgendwie Quatsch. Wie viel ist normal? Zwischen 20 und 30. Ja, so um die, genau, 30, da bist du schon dabei. Bist du Lewandowski. Gut bezahlt bist du da. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 27. Was besagt denn die 50-Züge-Regel beim Schach? Ja, wenn das Spiel nach 50 Zügen noch nicht aus ist, dann ist unentschieden. Nee. Kann sein. Quatsch. Sowas gibt es nicht. Das ist immer das Beste, wenn einer sagt, sag das nochmal bitte. Wenn nach 50 Zügen noch kein Sieger feststeht, ist das Spiel vorbei. Komm, lass richtig sein. Nee, das ist Quatsch. Nein, das ist... Oh, nein, das ist Quatsch. Okay. Du hättest es bei unter... Okay. Bleib unentschieden. Peter. Nach 50 Spielzügen ist es so, dass der gewinnt, der noch die meisten Figuren auf dem Feld hat. Nein. Schade. Christian. Normalerweise ist es nach 50 Zügen nicht mehr, also steht das Spiel fest. Also normalerweise, es dauert eigentlich nicht länger als 50 Züge. Nein. Christian. Nach 50 Zügen ist eigentlich nur noch ein Unentschieden möglich. Nein. Eine Sache habt ihr nicht gesagt bisher. Brammen. So. Die ersten 50 Züge haben so viele Kombinationen, dass die nicht berechenbar sind oder sowas. Irgendwie so weit in die Richtung. Nein, das ist ganz weit weg. Jake. Nach 50 Zügen beginnt die Zeit, dass sie noch 10 Züge haben, bis unentschieden ist. Oh, die Zeit wird knapp. Aber wäre dann nicht die 60 Züge Regel? Sudden-Death-Regel. Nee. Also, ich kann euch sagen, die 50 Züge beziehen sich nicht unbedingt auf die ersten 50 Züge im Spiel, sondern die können auch, ein Spiel kann auch 80 Züge lang sein und das bezieht sich eben nur auf Zug 31 fortlaufend oder 30 fortlaufend. Also immer die letzten 50 Züge sind es quasi. Was muss passieren? 5, 4, 3. Es ist eigentlich, das ist Quatsch, aber ich versuche nochmal abzusnacken. Wenn du nur noch einen, keine Ahnung, eigentlich nur noch den König hast, musst du halt den innerhalb von dieser Zeit quasi schachmatt stellen, sonst endet das Spiel unentschieden. Nein. Das ist, glaube ich, 10 Runden. 3, 2, 1. Oh. Und ich schließe die Frage. Die 50-Züge-Regel besagt, dass eine Partie Remis ist, wenn einer der beiden Spieler nachweist, dass seit mindestens 50 aufeinanderfolgenden Zügen beider Seiten keine Figur geschlagen oder ein Bauer gezogen wurde. Und gerade das, der letzte Teil, das habt ihr alle nicht gesagt. Und das heißt, dann ja damit die nicht so um sich rumtanzen und einfach nur... Ja, genau. Okay. Ja. Hm. Immer 49 einschlagen. 49 einschlagen. Frage Nummer 28. Welcher Fahrer gewann denn die 50. Formel 1 Weltmeisterschaft?
Christian. Ja, das weiß ich ganz sicher. Michael Schumacher. Habe ich auch gesagt. Nein. Schade. Die 50. Formel 1 Weltmeisterschaft. Welcher Fahrer gewann die denn? Oh, das muss so Lewis Hamilton. Nein. Das ist zu früh. Echt? 1950 ist ja die erste Saison. Alonso? Ah. Nein. Brammen? David Coulthard. Nein. Er hat nie einer gewonnen. Schade. Jacques Villeneuve. Nein. Häkkinen. Ja, Mika Häkkinen nice. Im Jahr 1999. Damon Hill wäre nur die nächste Antwort gewesen. Hä, die haben doch, seit 51 gibt es die doch, die Weltmeisterschaft. Deswegen war ich verwundert, dass Schumacher nicht schon richtig ist. Ah, ja. 91 war die 50. 51. Seit 51 gerade verstanden. Oder nee, stimmt, 50 hat, glaube ich, Farina. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 1999, Mika Häkkinen ist die gesuchte Antwort. Frage Nummer 29 ist eine Schätzfrage. Ihr tippt da ein. Wie viele Formel-1-Fahrer haben 50 oder mehr Rennen gewonnen? Wie viele aller Fahrer, die jemals in der Formel 1 mitgefahren sind, haben denn 50 oder mehr Rennen gewonnen? Ich kann Jada bestimmt alle aufzählen. Nee. Ist das viel? Ich dachte mir jetzt wahrscheinlich nicht, wa? Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich kann die nicht aufzählen. Und das 50 jetzt eher so, dass das nur Schumi und Lewis gemacht haben? Oder sind so 50, ja, jeder, der lange genug fährt, macht 50, weil Lewis und Schumi haben 500. Wie viele hat so eine Saison? 20 oder so, wa? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Das kann ich dir sagen. Gesundheit. Alles Gute. Und deswegen gibt es auch immer wieder, haben Leute so Diskussionen, ob irgendwie Michael Schumacher oder Lewis Hamilton besser war, weil die Anzahl der Rennen immer unterschiedlich war. Okay, aber das heißt, sagen wir mal, die haben so 20. Und wie viel oft wurde Schumi schon Weltmeister? 7 Mal. Das wären dann schon so 140, die er gewonnen hat, wa? Also es hat voll 50, voll für Lappen. Also haben das so viele geschafft. Okay, alle haben eingeloggt. Wir fangen bei der geringsten Schätzung an. Die kommt von Peter. Er sagt 3 Fahrer haben das geschafft. Es ist doch 3. Jay sagt 4 Fahrer. Christian sagt 5 Fahrer. Und Bram sagt, es sind 25 Fahrer gewesen. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob es 3 oder 4 sind. Mir fallen nur 3 ein. Ja, dann wer fällt dir denn noch ein? Also ich habe Hamilton und Schumacher, klar. Ja. Und dann habe ich noch Vettel. Ja, Vettel ist, glaube ich, falsch, wenn es 3 ist, weil Alan Prost der 3. ist. Was ist denn mit über so 50 Rennsiege? Er hat 51. Geholt. Holy shit. Was ist denn mit Nico Hülkenberg, Leute? Der hat nicht so viel. Ach, nee, er hat nicht mein Podium. Ja, eben. Der ist ja immer noch. Achso, Leute, ich dachte an Rosberg gerade. Nee. Also, entweder ist noch Vettel dabei oder nicht. Lewis Hamilton ist auf Platz 1 mit 103 Siegen. Schumacher auf Platz 2 mit 91 Siegen. Prost hat 51 Siegen. Ja, okay, dann ist es vorbei. Jada sagt, und Vettel hat 53 Siege. Oh, oh mein Gott. 4. Senna nur 41, das heißt, es sind exakt 4 Stück und damit kriegt Jay die Punkte. Ja, okay, er verdient. Nice. Prost habe ich nicht am Schirm gehabt. Ich dachte, der hat nicht so viele früher. Ja, das war damals der krasse Rekord, der halt geknackt wurde von Schumi. Ah, ja. Alter, Senna ist voll der Lappen. Ich war 50. Ja, stimmt. Er ist halt auch. Hat ja auch die jetzt Chance. Argumentieren, ne? Wenn er, ich wollte gerade sagen, wenn er noch hätte fahren können. Ja, guter Punkt. Damit sehe ich gerade, dass das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt hier, dass die nächste Frage damit eliminiert ist. Nämlich, wie heißt die 4 Formel-1-Fahrer, die 50 oder mehr Rennen gewonnen haben? Oh, come on. Okay, pass auf, das war Lewis Hamilton. Ich habe aufgepasst. Hat er dich eliminiert? Nein, ich eliminiere die, weil das haben wir jetzt ja schon besprochen. Ja, das habe ich leider nicht gesehen. Damit dachte, ich könnte die absnacken. Okay. Ja, ich habe einfach nur, zugehört, war ich zu excited, dass ich mir die Namen merke. Irgendwie, aber sag trotzdem, wie ja, Hamilton, Schumi, Vettel und, wie hieß der andere? Hier, genau, Prost. Das, was du sagst, genau. Okay. Das, was du sagst, wenn du was trinkst. Okay. Aber das gibt keine Punkte, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber das ist Allgemeinwissen, das weiß man halt. Weil ich hier mitgemacht habe, zählt das nicht. Nächste Frage ist wieder eine Schätzfrage. Wie viele Rennstarts in der Formel 1 fehlen Mick Schumacher nach der Saison 2022 bis zu seinem 50. Formel 1 Grand Prix? Wie viele Rennstarts in der Formel 1 fehlen Mick Schumacher nach der Saison 2022 bis zu seinem 50. Formel 1 Grand Prix? Boah, Alter, ey. Wie viele Saisons ist denn der schon gefahren? 20. Nee. Also in dem F1-Manager.
Boah, ja, ey, keine Ahnung. Scheiße. Das können aber eigentlich nicht so viele sein, oder? Also maximal halt 50, aber der ist ja schon mal gefahren. Boah. Wir haben bisher zwei Personen, die eingeloggt haben. Oh. Was ist zum Verständnis? Würde, also du hast ja nach Start gefragt. Wenn ich beim Training verscheiße und mein Auto gegen die Wand donner und deswegen nicht starten kann, würde das dann trotzdem mit reinzählen? Also es ist ja nach wie viele Rennstarts gefragt. Also nicht. Ich weiß jetzt nicht. Da muss ich einige abziehen bei Mick. Der ist ja so ein Crasher gewesen. Es ist gut, dass du das gesagt hast, Christian. Ich danke dir. Also, ich weiß nicht genau, wie viele, wie da. Ja, das ist halt eine Frage, die ich also gerechnet hat. Ja, das ist halt dann kein Rennstart. Okay, alle haben eingeloggt, jetzt bitte nicht mehr verändern. Die geringste Schätzung kommt von Jay. Er sagt, 7 Starts fehlen ihm noch. Dann kommt Peter mit 9, Christian mit 12 und Brammen mit 24. Es waren 2 Saisons in der Formel 1 von ihm, ne? Ich weiß aber nicht, wie viele Rennen die Saison hatten. War das nicht letztens der 23 jetzt der größte Kalender letztes Jahr? 23 kann sein. Ja. 22 Rennen, irgendwie sowas. Wir haben einen exakten Treffer. Oh, Peter. Und zwar von Jay. Es sind 7 Stück. Nice. Oh, krass. Damit 4 Punkte für dich. Und du bist noch 2 Punkte entfernt von Peter, der aktuell auf dem 2. Platz ist, hinter Brammen mit 102 auf dem 1. Platz. Kommen wir zur Frage 32. Ist wieder eine Schätzfrage. Apropos Autofahren. 50 km/h sind in der EU innerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Seit wann gilt denn diese in Deutschland? Seit wann gilt 50 km/h innerorts? Genau, also ihr tippt ein, das Datum. Und ich Tag muss dann irgendwie ausrechnen. Wir machen mal nur das Jahr. Ja, ist wahrscheinlich einfacher. Vor allem zum Ausrechnen. Als ob du das so weißt. Ich wollte gerade sagen, ist das bekannt? Ich deine Schätzfrage. Nee, aber ich wollte halt wissen, warum er jetzt damit Tag anfängt, weil den Tag kennt doch keine Sau. Achso, ja, deswegen, okay. Also hier steht es auf den Tag genau, aber wir machen nur das Jahr. 1.1. Wahrscheinlich. Okay, alle haben eingeloggt und diesmal beginnen wir mit der höchsten Schätzung. Peter sagt, also vor 1986 konnte man noch heizen innerorts. Ja. Also ja, es gab auf jeden Fall früher mal keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Da gab es auch eine Überschneidung, glaube ich, wo du noch mit 2 Promille fahren konntest oder so ein Shit. Oh. Irgendwann in den damals 50ern war ja alles besser. Ne? Ja. Ja. 1976 kommt von Christian, 1970 kommt von Jay und 1951 kommt von Bram. Ich dachte, so die BRD wird gegründet und dann direkt so, Jungs, jetzt hier vorbei. Ne? Und es war nicht am 1. Januar, es war am 1. September 1957. Und damit ist Bram am nächsten dran. Ja. Aber durften die nicht eine Zeit lang noch echt heizen? Vielleicht Autobahn? Nee. Außerorts? Nee. Tja. Vielleicht war es auch dann nicht in Deutschland. Wie auch immer, Frage Nummer 33 ist wieder eine Schätzfrage. Ihr dürft eintippen. Beziehungsweise, wir machen es nicht als Schätzfrage. Wir machen es als Schätzfrage. Ihr tippt bitte ein. Wie lang ist denn der mathematische Anhalteweg, also der Reaktionsweg und der Bremsweg, eines Pkw bei 50 km/h? Also wenn ihr ausrechnet, der Reaktionsweg plus der Bremsweg, wann steht das Fahrzeug bei 50 km/h bei einem Pkw? Also wie viel Meter der noch fährt? Müsste man ja rechnen. Genau, also in dem Moment, ja, die Formel habe ich noch voll drauf. Habe ich leider vergessen. Keine Ahnung mehr. Wenn ihr durch die Stadt fahrt, wie lange braucht ihr, um anzuhalten? Bis die nächste, also wenn ich drücke, hält die Bahn an. Stimmt, das ist eigentlich schon ganz schön smart, diese Herangehensweise. Ich meine, ich finde ja auch immer diese theoretische Rechnung gut, aber Bremsen sind ja bei den Autos so hardcore unterschiedlich stark. Ist ja, deine so. Sind sehr gut, yeah. Ne? Ja, meine sind sehr gut. Das ist aber wirklich so. Also wenn ich mit dem, wenn meine Frau mit ihrem Wagen fährt, dann muss die, wenn die rote Ampel kommt, schon so 200 Meter vorher anfangen zu bremsen, damit das Auto dann auch zum Stillstand kommt. So, boah, wie war das denn noch? Nee, Geschwindigkeit.
Alles klar. Beginnen wir wieder mit Christian, ist das eine Rechnung oder? Nee, das ist, du wolltest doch Reaktionsweg und Anhalte. Okay, also du, okay, dann das heißt, es muss es addieren. Ach so, das beides zusammen, ja, okay. Genau. Ja. Okay, dann addiere ich das, dann sagt Christian mit der geringsten Schätzung 15 Meter. Dann kommen wir zu Peter mit 25 Meter, Jay mit 60 Metern und Brammen ist bei 100 Metern. Ich dachte, wir haben doppelt erst. War das nicht doppelter Tacho? Ich bremse einfach super. War das nicht halber Tacho? Aber dann wäre bei 100 km/h 50 Meter. Ja. Also 50 Meter ist schon ganz schön weit. Der Reaktion kannst du auf der Autobahn eh nicht einhalten. Was? Auf der Autobahn, wenn du 100 km/h fährst, das sind zwei Pöller rechts. Ist das nicht alle 100 Meter ein Pöller? Nein, alle 25 Meter ist so ein Pöller. Alle 50, oder? Es gibt Unterschiede. Ich glaube, auf der Landstraße sind die enger gestellt als auf der Autobahn. Okay. Ja, guck mal. Wie auch immer, der Reaktionsweg bei 50 km/h beträgt 15 Meter. Also sind wir schon bei Christian. So, also da hast du noch gar nicht angefangen zu bremsen. Ey, ich habe einfach Shooter-Erfahrung. Ich kann schnell bremsen. Zwinker. Und der Bremsweg sind 25 Meter. Das heißt, aufaddiert sind wir bei 40 Metern und damit ist Jay. Nein, doch. Nee, doch. Quatsch. Peter 25 hat Peter, der hat 15. Peter ist, genau. Peter ist am damit. Nächsten dran. Nice. Damit. Wie war denn die Formel? Kommst du 4 Punkte? Das ist eine gute Frage, die steht hier nicht. Achso, okay. Ich dachte, die wäre da irgendwie. Leider nein. Ja, der Bremsweg war zumindest dann jetzt halber Tacho, ne? Halber Tacho, ja. Tja. Wir kommen zur Frage Nummer 34. Ist wieder eine Schätzfrage. 50% aller Europäer zwischen 6 und 64 Jahren spielen Videospiele. Wie hoch ist das Durchschnittsalter eines europäischen Gamers? Boah. Wie alt ist man im Durchschnitt auf eine Nachkommastelle? Könnt ihr das machen in Jahren? Zumindest ist das ist echt so schwierig, weil die ja auch die ganzen Handyspiel-Leute mit dazu machen. Also wenn du irgendwie farmen will oder so auf Facebook spielst. Meinst du, das zählt da mit rein? Sicher. Also hier steht ja 50% aller Europäer zwischen 6 und 64. Das heißt also, die jünger sind. Okay, das sind dann. Was sagst du zwischen 6 und 64? Genau. Das Durchschnittsalter eines europäischen Gamers. So. So bin ich drauf gekommen. Sehr gut. Okay, alle haben eingeloggt. Jay sagt 24,2 Jahre. Christian sagt 28 Jahre. Peter 28,7 Jahre. Und Bram sagt 29 Jahre. Oh mein Gott. Das Durchschnittsalter in Europa sind 31,3 Jahre. Und damit hat Bram mit seiner Formel das Ganze hier richtig berechnet. So alt. Ja. Frage 35. Ihr dürft wieder buzzern. Im Juli 2010 stellten 6 Niederländer mit 50 Stunden Nonstop Gaming den damaligen Weltrekord auf. Welches Spiel haben sie gespielt? Christian. Minecraft. Nein. 50 Stunden war der Weltrekord? Das war die erste, das war die Pre-Alpha, was die gespielt haben. Das klingt auch irgendwie wenig. Gaming. 50 Stunden non- Christian? WoW. Nein. Smash Bros. Nein. Alter. Brammen. COD. Nein. Guck mal gerade, wann das Spiel rauskam. WWE. Das wäre witzig. Die haben sich einfach 50 Stunden lang Buggy aufs Maul gehauen. Also das keine Spiel Ahnung. Kam, also im Juli 2010 hat das ja stattgefunden. Das Spiel kam 2 Monate vorher raus. Ui. Ja. Was ist denn 2010 so erschienen? Das ist eine verdammt gute Frage. Rammen? EVE Online. Nein. 5, 4, 3, 2, Rammen? Terraria. Nein. 2, 1 und ich. Rammen? Battlefield. Nein. Ein Teil davon. Okay. Ich schließe die Frage, es wäre Red Dead Redemption gewesen. Okay, krass.
Ja. Okay. Aber wir waren ja eben schon bei Counter-Strike, habt ihr, glaube ich, gesagt, ne? CSGO, nee. Oder habt ihr nur COD genannt? Auf jeden Fall geht es jetzt um CSGO. 50 Schuss fasst das Magazin der P90 in CSGO. Was kostet die Waffe im Spiel? Oh Gott. 2250. Bitte nochmal? $2,250. Nein. Peter. $2,350. Ja, $2,350. Schade. Den habe ich nochmal nachgefragt. Krass. Ja, sehr gut. Das war traurig. Frage 37. Welches Pokémon hat im klassischen Pokédex Rot, Blau, Gelb, Dino, Christian? Ich kann nur bei den anderen jetzt versuchen, irgendwas zu sagen, weil sobald du die Nummer sagst, wird denen sofort klar sein, welches Pokémon das ist. Deswegen sage ich Bisasam. Die Nummer wird ja 50 sein. Doch die 1. Achso. Hat im klassischen Pokédex die Nummer 50. Traumato. Nein. Schade. Hab alles gegeben. Idiot. Ich habe legit gar keine Ahnung, was die 50 sein könnte. Also hier steht, es ist vom Typ oder Typ Boden. Christian. Das gibt's gar nicht. Dicta. Ja, richtig. Was? Ja, ich wollte Digi sagen. Digi, Junge. Ja, ist korrekt. Dick da. Frage Nummer 38. Ihr tippt wieder, ist eine Schätzfrage. Fast 50 Millionen verkaufte Exemplare erreichte das Super Nintendo Entertainment System. Ja, sehr gut. Wie oft wurde sein Vorgänger, das NES, verkauft? In Millionen Einheiten? Und das könnt ihr auf zwei noch Kommastellen genau machen. Zumindest ist es hier so angegeben. Boah. Das NES war schon krass. War schon krass. Aber das NES war krasser, oder? Ah, krasser. War das NES krasser? Vielleicht doch nicht. Wissen wir dann nicht, Peter. Das Gefühl habe ich auch. Wir waren pari. Boah. Nee, das kann nicht. Ja, wir warten noch auf Brammen. Und Bram hat eingeloggt. Jay sagt 15,22 Millionen. Christian sagt 32,8 Millionen. Peter ist bei 33,21 Millionen. Und Bram ist bei 50,00 Millionen. Also ihr habt alle darunter getippt, beziehungsweise genau gleich. Es sind aber mehr, 61,91 Millionen. Ja. Damit Bram und am nächsten NES dran. War so kacke, dass die Leute sich gedacht haben, boah, das SNES, das will ich nicht. Tja, eine gute Konsole war das. Hätten mehr Leute haben müssen. Das NES war schon eine gute Konsole, ja. Frage 39. 50 Millionen Exemplare wurden auch von Overwatch bisher verkauft, über alle Plattformen verteilt. Welches ist das meistverkaufte Single-Plattform-Videospiel? Rammen. Ich glaube Tetris. Nein. Das ist ja nicht Single-Plattform. Doch, das Original gab es doch nur. Peter. Ah. Wii Sports. Ja, also, das kann exakt. Sein. Nintendo Wii Sports. Oh, ja. Ja. Sehr gut. Frage 40. Es ist erneut eine Schätzfrage. Der Videospielklassiker Pong wird im November 50 Jahre alt. Allerdings waren die Arcade-Automaten damals bereits eine Kopie. Atari wurde in einem Gerichtsverfahren zur Zahlung von Lizenzgebühren verurteilt. Wie hoch war die Summe? In Dollar. Und zwar auf, sagen wir mal, auf einen Dollar. Also ohne Nachkommastellen. Okay, könntest du das nochmal wiederholen, bitte? Der Videospielklassiker Pong wird im November 50 Jahre alt. Allerdings waren die Arcade-Automaten damals bereits eine Kopie. Atari wurde in einem Gerichtsverfahren zur Zahlung von Lizenzgebühren verurteilt. Wie hoch war die Summe? Wann war denn das Urteil? Genau. Das steht hier leider auch nicht. Okay, alles klar. Okay, das ist natürlich belastend. Das wäre jetzt gut zu wissen. Ja, weil das jetzt vor kurzem, da würde ich sagen, 50 Milliarden. Ja, ja. Oder das war direkt 1972 und die mussten so $1,000 zahlen. Ja, okay. So, hier, nimm 50, nimm den Fuffi und dann ist gut. Ja, wir gehen mal damit. Ist doch gut. Ja, dann ist das gut bezahlt, würde ich sagen.
Okay, alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Christian. Er sagt $12,750. Das ist noch weniger als ich. Bram ist bei 50.000, Peter bei 69.000 und bei Jay sind wir bei $420,000. Die richtige Antwort sind 700.000 US-Dollar. Oh, nice. Da wird Jay am nächsten dran. Nice. Und 4 Punkte. Das ist aber immer noch weniger, als ich dann für den höheren Betrag gedacht hätte. Ja, war das vielleicht so in der Transitionsphase der Inflation, weißt von den 1000er Dollar auf das erste Mal Millionen. Also, wenn ich das so richtig sehe, war es in den 70ern, glaube ich. Ja, dann ist das aber schon eine ordentliche Summe. Ja. Genau. Okay, Frage Nummer 41. Auch das beliebte Kartenspiel Uno feierte letztes Jahr 50-jähriges Bestehen. Wie viele Karten beinhaltet denn ein Standarddeck? Alter. Haben gestern sogar noch die Frage gestellt, ob die rote 1, 2 oder 3 mal drin ist. Wie viele Karten beinhaltet ein Standarddeck Uno? 5, 4, 3, Jay? 52. Nein. Fünf, vier, 56. Nein. Christian? 46. Nein. Jay? 72. Nein. Ich rechne so schön, komm auch bei 52 aus. Nice, Peter. Oh. Moment. Das ist allein. Fünf. Oh, lol. Ja. 60? Nein. Mir fallen gerade immer mehr Karten ein, die ich vergessen habe. Ja, das müssen noch viel mehr sein. Du hast allein 1 bis 9. Ja, und die 0. Genau, sind 10 Stück. In 4 Farben mal 2. Das sind ja schon 80. Das stimmt. Vier Farben mal zwei. Ach du Scheiße. Jede Farbe, jede Zahl gibt es doch zweimal, also, oder? Jay. 80? Nee, gibt ja noch mehr. Die Frage, wie gesagt, wir hatten ja sogar noch die Frage, ob es zwei oder dreimal drin ist. Wenn es dreimal drin ist, ist es ja noch mehr. 100. Nein. Und die Wünschenkarte zum Beispiel ist ja viermal drin. Oh ja, die habe ich vergessen. Oh ja, plus vier gibt es auch noch. Drei. Rahmen. 136? Nein. Also ihr werdet immer mehr. Das war grundsätzlich ganz gut. Aber vielleicht auch nicht zu viel mehr werden. Vielleicht sind wir auch schon drüber. Christian. Deswegen sind wir bei 102. Nein. So, jetzt aber 5, 4, Rahmen. Wir sind bei 96. Nein. 3, 2, 1, Brammen. 98. Nein, 1. Fick dich doch einfach. Und ich schließe die Frage. Wir haben zweimal die 1 bis 9 je Farbe. Einmal nur die 0 je Farbe. Oh, oh Leute, ist nur einmal drin? 8 mal die plus 2, 8 mal Retour, 8 mal Aussetzen, 4 mal Farbwunsch und 4 mal die plus 4. Das gibt insgesamt 108 Karten. Alter. Einen Standardweg. Okay. Das mit der Null hätte ich nicht gedacht, alleine schon. Nee, aber ja, nicht mit den Farben haben wir mal. Einmal drin ist. Ja, muss man in dem Fall dann auch wissen. Frage 42. Vor 50 Jahren erschien Der Pate in den Kinos. Wie viele Oscars gewann der Film im Folgejahr? Jay. 5. Nein. Peter. 9. Nein. Jay. 8. Nein. Christian. 6. Nein. Brammen. 7. Nein. Brammen. 10. Nein. Jay. 4. Nein. Peter. 3. Ja! Wusstest du das, Peter? Vielleicht nicht.
Und Frage 43, was war denn das Besondere an, oder was, welche Besonderheit gab es bei der Verleihung eines der drei Oscars? Jay. Ist der erste ausländische Film, also nicht amerikanische Film. Was ist das? Nein. Ich glaube, es ist ein amerikanischer Film. Okay, also es gab eine Besonderheit bei einem dieser drei Oscars, als der übergeben wurde, sozusagen. Christian. Der hat einen Pferdekopf mit auf die Bühne genommen. Nein. Brammen. Der hat irgendwann mit Orangen währenddessen gemacht. Nein. Peter. Marlon Brando hat ihn abgelehnt. Ja, und was ist dann passiert? Wie, was? Alter, ja. Ich hab gerade das erraten. Alter, Peter. Ja, Peter, aber das reicht leider nicht, weißt du? Willst du mich verarschen? Weil danach hat er mit Orangen jongliert. Weil dann, was ist danach passiert? Okay, der hat den abgelehnt und danach ist Prügelei. Ist er gegangen. Dass jemand anders gegangen. Den angenommen hat. Oh? Oh, das ist, warte mal. Oh, Peter, du nährst dich. Also, dass, Alter, dass er den abgelehnt hat, das finde ich eigentlich schon echt stark. Aber wer könnte den dann annehmen? Jemand anders einfach aus dem Team dann, oder was? Nee, das okay, also ist ja wenn der für Marlon Brando ist, ist der ja dann für wahrscheinlich Hauptdarsteller, oder? Ah, ja, also es okay. Ist okay, ich lasse das mal gelten. Boah, guck mal, Peter, die Großzügigkeit hast du gehört. Also Marlon Brando lehnte den Preis ab und ließ, und das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo auf einem Bild gesehen oder so, und ließ stattdessen die Aktivistin, ich weiß wahrscheinlich spreche ich falsch aus, Sahin Littlefeather auf der Bühne eine Rede halten, um den Umgang mit Indigenen im Filmbusiness zu protestieren. Ja, Peter, okay. Ich bin auch der Meinung, dass Marlon Brando lehnte den Preis ab, nicht nah genug dran war, damit die anderen Antworten waren. Pferdekopf. Was ich noch gerne gehört hätte, wäre, dass jemand anders da noch eine Rede gehalten hat, aber in dem Fall, du hast gesagt, das hat jemand anders angenommen. Okay, das kann man. Ich glaube, die ist vor kurzem gestorben. Ich glaube, das habe ich sogar irgendwo gelesen. Könntest du bitte dem so, über der Großzügigkeit von Andi lässt sein, wieder Peter? Alles durchgehen. Ne? Unfassbar. So, wir kommen zur Frage 44. Wann, also in welchem Jahr, hatte denn Queen Elizabeth II. Ihr 50. Regentschaft. Christian. Oh, Regentschaft, das ist jetzt aber ganz schön blöd. 2002. Nein, Brammen. Hatten die nicht vor 2 Jahren oder so Ding, also 98? Nein. Wann ja, hatte Queen Elizabeth II. Doch, ihr 50. Regentschaftsjahr? Nee, Moment, ist sie. Ah ja, stimmt, die ist letztes Jahr gestorben. Brammen? Ja, dementsprechend 97. Nein. Moment, die hat doch noch 75 Jahre gemacht, hat noch hier Dings zur Ministerin gemacht und ist dann umgefallen. Danke, Jay. Bram, 96. Nein. Danke, Jay. Bram, 2000. Nein. Danke, Bram. Christian? 1999. Nein. Brammen. Dann bleibt noch 2001. Ja, 2001. Das haben wir genannt. Exakt. Sehr gut. Frage 45. Das müsst ihr jetzt aber wissen. Welches natürlich. Buch der Bibel hat genau 50... Christian. Genesis. Ja. Korrekt. Warum muss man so einen Müll wissen, Alter? Aber ihr seid doch bibelfest alle. Ja. Ja. Christian ist ja auch Gott, der weiß das. Bibelt. Die Frage wäre gewesen, welches Bibel. Buch... Der Bibel hat genau 50 Kapitel. Es ist Genesis, auch das erste Buch Mose. Natürlich. Er ist der Mose. Genau. Das sind, die wachsen genau, immer nach Osten an Bäumen. Der ist der Vorfahr von Moshammer. Die männliche so. Form von Möse ist doch klar. Mose, Alter, ey. Frage 46. Aktuell. Das ich werde wieder geflamed, wenn Peter. Ich solche Sachen sage von den gläubigen Menschen hier. Ja. Du hast nur Genesis Peter führt gesagt. Aktuell, also Brammen mittlerweile überholt. Brammen ist Zweiter, Jay Dritter ja, Marlo und Christian geht. Vierter. Alle über 100 Punkte. Ja, nur deswegen. Ich fand das schon mal okay, dass du dafür nicht 7 Punkte gekriegt, Peter. Ja, nee, ich fand das schon eigentlich. Einfach nur wieder lucky. Frage 46. Von einem bedeutenden Buch der Weltgeschichte zum nächsten. Welches Rezept steht auf Seite 50 des Pete's Meat Kochkoch? Jay. Natürlich die Gyros-Ding von mir geschnetzeltes. Nein. Du darfst nicht vergessen, ich glaube, wir sind da immer noch
Sind wir da nicht sogar noch in den Gerichten, die wir in der Show hatten? Ich habe keine Ahnung. Peter. Fangfrage, gar keins. Oh. Nein. Dann weiß ich jetzt nicht. Christian. Oh, der Krustenbraten. Nein. Rammen. Ei mit Soße. Nein. Scheiße. Seite 50 des Pizmeat-Kochbuchs. Was steht da? 5, 4, 3. Was steht da? Gerade war noch die Frage, was da für ein Rezept welches steht. Rezept? Achso, welches okay. Rezept steht da? 5, 4, 3, keine Ahnung, 2, 1. Der falsche Schweinebraten. Der falsche Braten. Der erste, oder? Keine Ahnung. Und ich schließe die Frage, es wäre die Gänsekeule gewesen. Natürlich. Ach, da war ich nicht mal bei. Julius hätte es gewusst wahrscheinlich. Frage 47. Und Sepp auch. Das war's. Was habt ihr denn in der 50. Pizza mit Kocht-Folge zubereitet? Alter. Frauen. Ei mit Soße. Nein. Also ich kann euch, ich weiß noch, ich habe das geschnitten. Also du hast das geschnitten? Ja, klar. Ich glaube, ich habe 56 Folgen Pizza mit Kocht geschnitten, ja. Das ist ja auch eingebrannt, wa? Boah, wir haben schon so viele Recherchen. Stimmt, du warst halt danach Martin, ne? Nach mir war es Martin, genau. War das ein Special? Ich weiß das nicht mal mehr. Selbstverständlich haben wir kein Special gemacht, ist ja klar. Ja, richtig. Wo sind wir denn hier? Alter, ja. Ja, wir wichsen uns nicht auf uns selber dauernd ein. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe die Frage, es wären die Schlutzkrapfen gewesen. Okay. Natürlich. Ja, hätte man wissen können. Weiß ich noch voll, was das ist. Haben wir nie gemacht. Also könnt ihr nochmal machen. Ja, genau. Frage 48. Was ist denn das? Und ich sag gleich vorneweg, wobei ich sag erstmal nichts. Was ist das 50. Video auf dem Pizmeat-Kanal? Also dem Hauptkanal. Die Quelle ist das Pizmeat.de Videoarchiv. Was heißt, alle privaten Videos oder was auch immer sind da nicht dabei. Das 50. Video auf dem Pizmeat-Kanal. Willst du jetzt den Titel davon haben? Ja. Nein, das Spiel und jetzt möchte ich noch die Nummer haben. Die Nummer? Dein Ernst? Okay. Ja, alles klar. Next. Da fange ich nicht mal. Also bei dem Spiel hätte ich angefangen zu raten, aber mit der Nummer, keine Ahnung. Tja, war schon Terraria? Das könnte auch am Anfang. War Eve Online schon durch? COD vielleicht schon durch? Also sage ich Terraria Folge 6. Nein. Schade. Jetzt könnt ihr auch nochmal raten, wenn ihr vor. Nee. Nicht Terraria. Nummer, wie gesagt, gut, dann lassen wir die Nummer weg und ich will nur das Spiel wissen. Rammen. COD Modern Warfare 2. Nein. Jay. Minecraft. Nein. Christian. Terraria. Nein. Rammen. Eve Online? Ja. Okay. Es war Eve Online und zwar die Folge 23. Was haben wir denn dann noch auf pizmeat.de? What the fuck? Ja, da gab es halt noch dein Hausmeister-Video und Hannes gibt's dann noch. Ja, aber das ist doch nicht auf pizmeat.de. Das war ja auch, also dann das privat. Pizmeat.de-Videoarchiv. Das ist ja dann auch privat. Ja, aber Hannes ist mittlerweile privat? Ja, nee, aber Hannes ist nicht auf dem pizmeat.de-Videoarchiv. Sicher? Wäre ich jetzt mal von ausgegangen. Ich hätte gesagt, da sind alle mit drin. Ja. Ach so. Auch dein Hausmeister-Video und falls das noch live ist. Was haben wir alles auf pizmeat.de? Das ist ja irre. Und, hätte ich gesagt, und auch die ersten Dinger mit dem coolen Intro noch. Peter, meinst du, die drei Rechner worden oder was? Hätte ich jetzt gedacht. Ach, kopieren. Von wem denn? Ja, gute Frage. Ja. Du hast eine Batch-Datei geschrieben, dann wurde das gegrabt. Okay, dann gehen wir zur Frage 49, die vorletzte Frage. Welcher Moment landete denn auf Platz 50 bei die 50 besten Momente aus 10 Jahren Pizmeat? Das ist voll schwer alles. Was ist das hier für eine. Ja. Ja. Okay. Gab dieses. Das ist dieses. Das läuft auch häufiger mal vor unseren Streams. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Echt? Da laufen da immer nur die Best-of-Zusammenschnitte. Nee, eines der Videos, die da laufen, ist auch 50 beste Pizmeat-Momente. Meine ich. Tja, und was war? Der 50. Kann ja nicht so toll gewesen sein. 3. 2, 1, oh. Rammen. 12 zu 0 in COD.
Nein. Also, hör auf, ich bin das nicht. Hallo, das ist ja wohl kommt viel nicht mal in die Top 50, die Scheiße. Top 5 ist er. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl Top 5. Okay, Entschuldigung. 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage: Es war die Entstehung der Chris-Ultras. Ja, das ist halt sehr random, das kann man Platz halt nicht 15. wissen. Ne? Also, ja, aber so hat das Video angefangen. Random. Vielleicht weiß man es deswegen. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Peter führt mit 160 Punkten. Bram ist dahinter mit 153, 131 von Jay und 123 von Christian. Letzte Frage, Frage 50, ist eine Schätzfrage. Er tippt also. Oh, und zwar möchte ich jetzt das ganze Datum haben. Nämlich, an welchem Datum erschien denn die erste Folge 50 Fragen zu? Also Tag, Monat, Jahr. Okay. Moment. Also das heißt, wenn wir ever das erste Mal eine Folge gemacht haben, die 50 Fragen zu hieß? Ja, wahrscheinlich ist es die erste Folge in der Playlist, würde ich mal behaupten. Weil das ist ja was anderes. Also da, hier steht leider nicht dabei, wie die Antwort recherchiert wurde, aber ich gehe davon aus, dass es das erste Video in der Playlist ist. Oder das Video hieß. Das machen wir jetzt ja noch gar nicht so lange, oder? Alter. Schwätzer. Wirklich? Also machen wir schon ein bisschen, aber machen Alter, wir weißt du schon allein schon, wie viele 50 Fragen zu Star Wars haben wir, glaube ich, schon vier gemacht. Ja, das ist richtig, aber wir machen aber auch jede Woche eins. Ja. Das sind ja allein 52 Stück im Jahr. Da kommt ja schon ordentlich was zusammen. Alle haben eingeloggt, also bitte nicht mehr ändern. Wir haben eine Antwort von Christian, das ist auch diejenige, die am weitesten quasi in der Vergangenheit liegt. 3. April 2017. Dann kommt Peter mit dem 3. Februar 2018. Jay folgt darauf mit dem 28. April 2019. Und Brammen sagt der 6. Juni 2020. Cool, hätten wir auch die Jahre nehmen wir können. Sogar, genau, wir haben einfach die Jahre In dem Fall hätten wir das nehmen können. Es war der 18. Januar 2019, damit ist Jay am nächsten dran, bekommt 4 Punkte und hat damit 135 Punkte. Das ändert aber nichts mehr an dem Endergebnis. Peter gewinnt diese Folge mit 160 Punkten. Lange hat Bram geführt, der ist auf Platz 2 mit 153 Punkten. Jay mit 4-jähriges. Und Chris mit 123. Ja. Ich glaube, wir haben am Anfang mal eine Folge gemacht und dann aber noch lange nicht wöchentlich, sondern Da habe ich echt drüber nachgedacht. Aber ja, klar, stimmt. Ja. Sehr schön. Also herzlichen Glückwunsch an euch zum 4-Jährigen und herzlichen Glückwunsch an Peter für den Sieg in dieser Folge. Den 5-Jährigen macht Andi aber Specialiges. Danke fürs Vorbereiten. Ja, vielen Dank fürs Vorbereiten und wir sehen uns in einer nächsten Ausgabe wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.